An diesem Samstag vor 80 Jahren ist der Anschlag auf Adolf Hitler gescheitert. Der Widerstandskämpfer Julius Leber wurde bereits vor dem Anschlag verhaftet und zum Tode verurteilt. Seine Frau Anne-Dore verbrachte auch Monate hinter Gittern. Später schrieb sie über ihre Zeit im Widerstand. Die Ausstellung Nicht sie allein widmet sich ihr und anderen Frauen im Widerstand. Women's stories have always been considered less important than men's stories, and I mean, there are many reasons to speculate why that is. But I mean, one reason is the winners get to tell history, right? The winners write history, and so far, mostly in our history, it's been white men that write history, and they will write about themselves. Die große Geschichte, das sind auch immer viele Familiengeschichten. Die Künstlerinnen, die die Ausstellung zusammengestellt haben, erzählen, dass einige Besucher überrascht waren, ihre Familiennamen unter den in der Ausstellung gezeigten Frauen zu sehen. Since we've been showing this work in France and in Germany with visitors who maybe remembered their own family stories, who saw our images and were quite touched by by the histories that they entail and maybe questioned and reflected on their own role in society as well. Im vergangenen Jahr wurde in Berlin ein Denkmal für die LGBT-Opfer der Nazis mutwillig zerstört. Anfang Juli stellte die Polizei fest, dass eine Gedenktafel zur Erinnerung an die Deportation von Jüdinnen und Juden in der Stadt beschmiert worden war. Immer wieder kommt es zu Anschlägen auf Denkmäler. The exhibition comes amid a strengthening of the far right. In last month's EU elections, the Alternative for Deutschland came in second in Germany. The artists say they hope their work provides inspiration in today's political context. We need to keep fighting because we've got a quite frightening situation in Europe at the moment or in many parts of the world, and we need to be brave and we need to show that we don't want to live this way. We want a just and want a fair world, and I think people who come here can take inspiration from this exhibition and say, yeah, look, they did it then, we can do it now. Die Ausstellung ist bis zum 8. September im Willy-Brandt-Haus in Berlin zu sehen.